Winterbauer-Update, 5.11. Es geht weiter. Ich war heute beim Shoppen. Hier noch ein paar Holzleisten eingekauft. Eben die dünneren, die kommen unten hin. Die halbiert sich schon, die erste Leiste. Was für ein Scheiß. Naja. Kann man jetzt auch nicht ändern. Also dünne Leisten noch einkauft, noch zwei dicke, die werden jetzt heute nochmal geschliffen, vorgeschliffen und eingepinselt, eingelassen und tja, hat er oder hat er nicht? Ist das Bügeleisen da? Sicher. Na Gott sei Dank. Also dann können wir nachher mit dem Wedelvorhang weitermachen, unten die Platten hinschrauben. Und ja, das Plastik bügeln. Und damit geht's gleich weiter, sobald er hier draußen ist. Jo, dann haben wir hier die Zutaten. Das mit dem Bügeln probiere ich natürlich erst an der Testfolie aus. Kleine Grippzange, dass wir die Bleche nachher dahin halten, dass die zusammenbleiben. An Schraubenpieks zum Vorpieksen. Ja, und halt das Werkzeug zum Festziehen, aber. Stufe 1 ist, glaube ich, fast zu wenig. Machen wir mal ein bisschen wärmer und dann probieren wir es ganz einfach aus. Ja, besser ist es auf alle Fälle. Ja, und das mache ich jetzt mit jedem einzelnen Streifen. Das ist unser Stück. Und schraubt es alles, was war das jetzt? Verschraubt es alles. Ja, und dann geht es halt mit der Bügelei weiter. Schauen wir mal. Ja, also ich würde mal sagen, die Welle geht halbwegs raus. Oder auch nicht. Ja, Leute. Dann schnappe ich mal ein Blechlein. Gut, hier das am erste hier ist jetzt etwas kürzer, da hätte ich auch ein längeres nehmen können. Das ist auch kupfdick geschissen. Ja, und genau so ziehe ich das jetzt einmal komplett durch und wenn wir fertig sind, inklusive Bügeln, werde ich es draußen gleich hinschrauben und dann gucken wir mal, ob das was gebracht hat. Ja, soweit so gut, wir sehen uns nachher. Tja Leute, ich probiere das hier jetzt noch fertig durchzubügeln. Wirklich in der Hoffnung, dass die Dinger rausgehen, die Wellung. Und dann gehen wir raus und montieren das Ding wieder hin. Eieieiei, also hier war ich auf alle Fälle zu warm. Ich glaube, da kann ich gleich ein Panzertape kleben. Fuck, scheiße. Naja. Versuch macht klug. Naja, hilft nichts. Nein, nein, nein. Gar nichts einfach mit dem ganzen Geklepper da unten dran. Naja, ich bin ja gespannt. Leute, ich schnappe das Ding jetzt, schnappe den Akkuschrauber, gehe schnell raus, schraub fest und dann, wenn es hängt, hole ich euch dazu und dann gucken wir uns das Ganze mal an, ob es jetzt was taugt oder ob das Dilemma nur noch größer geworden ist. Gut, gehen wir. Naja, den Zweck erfüllt. Boah, das Display drin, dann sehe ich ja gar nichts, was ich
dir selber schwätze. Erstmal Kippe weg. Den Zweck erfüllt es jetzt und ja, es ist etwas schwerer, es wird nicht mehr ganz so hin und her gewedelt. Ich werde es jetzt vorerst so lassen. Warum habe ich keine Tür reingemacht, wie es ein paar geschrieben haben? Ey Leute, das muss hier nicht hermetisch dicht werden. Ich will hier grillen mit Holzkohle und nicht den Kohlenmonoxid-Erstickungstod sterben. Also von daher denke ich jetzt für den Grillbereich hier reicht es vollkommen aus. Es geht ja bloß darum, dass da nicht der komplette Schnee dann reinweht. Ja, also mit dem Ding bin ich vorerst mal zufrieden. Und wenn es mich ganz arg aufregt, kann ich ja noch eine Folie zusätzlich vorne hinspannen. Wenn man hier mal irgendwas anderes machen sollte, wo man wirklich hier drin hockt oder so, das ist auch kein Problem. Gut, wie geht's weiter? Unten die Leisten an die zwei Stücke, wo ich gestern vorbereitet habe, werde ich noch hinmachen müssen, aber hey Leute, ich habe heute keinen Bock mehr, das Holz zum Streichen, das werde ich morgen Abend machen, ohne Cam, und so wie es aussieht, höchstwahrscheinlich war das für diese Woche das letzte Bauupdate. Nächste Woche geht es dann wieder weiter. Warum? Haha, ich werde unterwegs sein am Wochenende. Aber das werdet ihr noch mitkriegen. Gut. Ja, soweit alles gesagt. Wenn noch Fragen sind, unten in die Kommentare, dann kann ich noch drauf antworten. Oder ich schreibe mir die Fragen dann auf und mache das dann im nächsten Video. Mir reicht es. Wirklich, mir reicht es. Gut. Leute, wir sehen uns dann im nächsten Bauupdate. Hoffentlich ist dieses Video endlich mal wieder kürzer. Ja, wir haben es schon wieder 7:45 und ich möchte den Abend einfach gemütlich ausklingen lassen. Gut, mir ist jetzt aber noch was aufgefallen. Ganz zufrieden bin ich doch noch nicht mit diesem Lamellenvorhang. Hätte ich vielleicht vorher ein bisschen mitdenken sollen, aber Learning by Doing, wie es so schön heißt. Dann über. Also es wäre vielleicht sinnvoller, wenn die hier unten wirklich komplett frei schwingen würden und nicht aufstehen, weil dann könnte sich der auch leichter auspendeln. Aber da werde ich jetzt nicht unten jedes einzelne Teil wieder wegschrauben, sondern werde es irgendwann bei Gelegenheit oben nochmal wegschrauben, auseinanderschrauben. Ja, und das hier noch um die 2,5 cm nach oben setzen. Ja, das ist das, was ich an dem Eingang jetzt noch machen werde. Okay, aber jetzt bin ich wirklich weg.